Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Ja, wir haben in der letzten Folge die Ausgrabungsstätte gründlich untersucht, haben ein paar neue Sachen gefunden und müssen jetzt hier erstmal die Gussformteile zusammensetzen, um zu schauen, was man damit herstellen kann. Let's try to gather them. 12 Teile, die wir zusammensetzen müssen. I will count this piece as a starting point. Okay, dann ja. Schauen wir mal. Das wird nicht einfach, glaube ich. Halten, I will count this piece as a starting point. Das ist der Starting Point, okay. Ach so, mit R2 kann man die überprüfen. Okay. Hä? Du musst die irgendwie L1, die kann loslassen, horizontal drehen. Achso. Ah. Also ah, wir haben so dreieckige, okay. Wir haben viereckige. Und so komisch eckige. Inwärts, verkehrte. Ja, du kannst sie aber auch verschieben, ne? Die. Ja, das habe ich jetzt noch nicht. Also damit kann ich sie auf jeden Fall so drehen. Ja, und wenn jetzt. Da so kann ich sie auch noch drehen. Boah, Alter, das Ding zu basteln ist aber auch eine Kunst, oder? Aber wie kann ich die vertauschen? Da stand da gerade eben. R2 kann ich die prüfen. Aber der prüft immer die beiden. Ja, du kannst. Klick mal ein anderes an. Ja, hab ich ja schon. Man prüft trotzdem die. Ja, nee, klick mal auf. Warte mal, irgendwo stand das gerade eben. Vertauschen stand da. Da, Teile vertauschen. Ah, okay. Aber wie gehören die zusammen, ist die Frage. Also, wir gehen von dem Roten hier aus, ne? Das nehmen wir als Mittelpunkt, hat er gesagt. Das heißt, wir brauchen ein dreieckiges da drüber. Ein dreieckiges da drüber. Das würde da unten. Das hier, ne? Ja, vielleicht. Setz dich mal da oben hin. Ne, wo soll das hin? Da drüber? Ach, die kann man auch noch in sich drehen. Meine Güte. Okay. Das wird interessant. Aber im Endeffekt muss doch irgendwo Alter. Boah, Alter, das wird aber schwer, ey. Also das, was ich hätte ich jetzt gerne hier. So. Die dann Frage ist nur, warte mal, das, guck mal, bei dem oberen jetzt, was du da hingesetzt hast, hast du ja diese viereckige Einkerbung links. So, bei dem mittleren, bei dem roten, hast du aber die Einkerbung quasi nach außen gedrückt. Müsste das nicht eigentlich auch nach innen sein, weil du setzt es ja zusammen und gießt da ja was rein. Weißt du, was ich meine? Ich glaube nicht, dass das so konstruiert ist. Das sind diese Einkerbungen, sind nur, um die Steine zusammenzusetzen da. Na gut, das könnte sein. So, das heißt, hier oben brauchen wir jetzt eins mit viereckig. Das unter dem Roten, würde ich sagen, ist schon richtig, ne? Ich dreh nochmal die Geschichte. Das müsste passen, ne? Das mit dem Drehen ist ein bisschen kompliziert. Ne, das ist... oder? Doch, das müsste auch schon passen. Ich glaube, jetzt links die drei, die sind, glaube, könnten schon richtig sein. Ja.
Wobei ich immer noch nicht überzeugt davon bin. Mit diesen Einkerbungen. Das wäre dann... Erstmal drehen wir die jetzt alle so, dass wir die Außendinger, weil die Außenform muss ja quasi immer glatt sein, ne? Würde ich jetzt sagen. Ups. Also, das drehen wir jetzt mal so. Dann haben wir hier glatt und da glatt. So. Das müssen wir auch noch drehen. Dann haben wir da glatt und da glatt. So. Das da unten sieht schon richtig aus. Nee, das da unten sieht falsch aus. Weißt du warum? Weil bei dem unteren ja, ist die glatte Seite. Von den Verbindungsstücken her ja. Von den Verbindungsstücken her ja. Ich würde jetzt den untersten mit dem obersten tauschen. Ja, stimmt. Genau. Immer erst die Ecken, ne? So. So, jetzt glaube ich, sieht es besser aus. Obwohl. Ja, wobei das hier wahrscheinlich auch ein oberes Stück ist. Das tauschen wir mal mit dem hier. So, dann ist das nur. Du musst den mittleren aber drehen. Den hier drehen wir nochmal so. Okay. Würde aber mit der unteren nicht zusammenpassen. Nee, aber das, darum kümmern wir uns gleich. Wir drehen die jetzt erstmal alle so, dass die theoretisch von den Außenteilen her passen würden. Na so, dann den da drunter drehen. Und der da drüber wäre auch schon mal wieder richtig, würde ich jetzt behaupten. Dann den da unten. Ich glaube, das ist gut. Okay, also so würde ich jetzt sagen. Sieht schon mal gut aus, sehen ne? Die Ecken eigentlich ganz gut aus, ja. Ah, guck mal, da sagt er, das passt schon mal. Okay, dann brauchen wir... Brauchen wir hier das Stück. Das muss ein Loch haben, weil das stimmt ja, ne? Das muss quasi viereckig oder invertiert sein. Ne, viereckig sein. Viereckig in der Richtung. Unten. Dreht, das könnte das hier sein, ne? Hatte ich auch gedacht, glaube ich. Ne. Warte, setz nochmal zusammen. Ach, welche? Nee, das muss ja innen. Ne, ne, das muss innen sein. Und außerdem ist ja innen dreieckig. Welche drei haben jetzt zusammengepasst? Hm? Welche drei haben jetzt schon mal zusammengepasst? Der rote? Ja, die hier. Ah, die. Die passt. Vier. Die drei. So. Und da es ein Mittelstück sein muss, können das ja nur die drei sein. Und das sieht so aus, als wäre das das hier. Dann tauschen wir die beiden erstmal. Dann müssen wir die wieder drehen. So. Ah, das ist aber auch... Ne, okay, das war das Falsche. Dann tauschen wir die beiden mal. So, das sieht gut aus. Ja. Was ist das Ding da drüber? Also, nochmal kurz. Genau, das brauchen wir noch da drüben. Und das passt nicht, weil... Dreh das mal, genau, so. Ah, bei dem ist das so ein Trapez. Also bei dem linken ja. Ist so ein Trapez und bei dem anderen ist viereckig. Ja. Und ich sehe auch schon, das sind die beiden hier, die getauscht werden müssen. Ja, dann drehen wir das hier wieder. Und dann sollte es... Ah, jetzt... Ja, warte, jetzt fehlt aber der links oben. Rechts oben. Der war eben mit dabei. Der war eben mit dabei. Der sollte jetzt eigentlich auch mit dabei sein. Ja, ist aber nicht. Dreh nochmal nach oben. Also, die von oben an sich. Und hier unten ist Dreieck, das sollte eigentlich passen. Sollte, tut's aber anscheinend nicht. Ah jetzt. Musst du noch ein bisschen drehen. Okay, alles klar. So, dann sind die schon mal richtig, die da drüben. Dann können wir jetzt danach gehen, nach den Verbindungsstücken hier in der Mitte gehen, ne?
Na, da nochmal Trapez, das würde. Und ein Dreieck, das heißt, müssen eigentlich die beiden nur tauschen. Und wieder drehen. Und das dann so drehen. Und dann passt das auch da dran. So. Dann musst du den wieder das drehen. Das hier noch drehen. Und dann passt das auch da dran. Dann musst du den da drunter drehen. Ne, den da drunter. Ah, warte mal. Ja, so. Und jetzt tausch mal links, rechts unten den mit dem rechts in der Mitte. Nein, die mittleren und die unteren sind doch schon richtig. Ich kann nur die mittleren miteinander tauschen. Wir haben doch ganz am Anfang haben wir schon sortiert nach oberen Stücken, Mittelstücken und unteren Stücken. Also es kann nur das hier sein. Drehen wir das hier noch. Mann, warum nimmt er das auf einmal so genau? Dreh den mal. Ja, so. Aha. Ah! Ja, logisch. Der passt nicht. Weil, guck mal, bei dem in der Mitte, links. Mach nochmal die Oberansicht. Von oben. Siehst du, das ist ein viereckiges und bei dem roten hast du so ein Trapezding wieder. Mhm. Deswegen passen die nicht zusammen. Achso, die sind ja auch gleich hier, ne? So, ne, also, ja, so. Ne, andersrum. Ne, so geht aber auch nicht. Der ist falsch. Der muss wieder rüber. Der muss wieder auf die andere Seite. Na, der hat aber das Trapez-Ding da. Und der rote ist ja der Ausgangspunkt. Also müssten eigentlich die hier oben vertauscht werden. Ach so. Ja, mach mal. Also, pass das mal an und dann guck mal. Ich müsste es... Aber die da oben passen auch schon. Wer hat denn noch so? Was mit den beiden und unteren da? Haben die auch tauschen würden. Die beiden untersten passen so schon mal gar nicht zusammen. Weil der rechts unten, wenn du dir die Seite... Will ich jetzt gar nicht drüber nachdenken. Ich bin jetzt hier bei den oben. Der geht dahin. Die oberen passen also alle. Aber. Der passt nicht, weil der hat auf der Seite hat er keine. Also. Nee, der hat die falsche Kerbung. Die obere Kerbung ist. Ja. Guck mal, die Kerbung, der untere links jetzt, hat die Kerbung. Ah, warte mal, der passt aber. Mitte, oben, unten, da sind die alle schon richtig. Pass auf. Die mittleren Steine haben oben, Mitte und unten eine Kerbung. Die oberen und die unteren Steine sind oben glatt und unten glatt. Deswegen können die nur an die Stelle kommen. Das ist richtig, aber wenn du dir jetzt mal die Kerbung von dem mittleren linken anguckst, die Richtung rot zeigt, passt genau mit der mit der Kerbung, die links unten nach rechts zeigt. Das ist genau das gleiche. So ein Trapez-Ding. Ja, und was soll das jetzt heißen? Dass wir da irgendwie schauen. Oder drehen nochmal ein Stück nach oben. Also meiner Meinung nach geht es darum, dass wir hier oben was tauschen müssen, damit die unteren beiden hier passen. Tauschen? Die passen.
Ja, kein Problem, aber tausch bitte einmal ganz link, unten links mit unten rechts. Aber wir sind doch noch gar nicht unten. Wir müssen doch erstmal gucken, dass wir hier oben alles zusammenkriegen. Weil wir haben ja oben angefangen. Wenn wir jetzt unten wieder anfangen, dann müssen wir wieder alles tauschen. Ich wollte aber nur mal wissen, ob der da zusammenpasst oder nicht. Also den mit dem. Mit dem, genau. Und den jetzt, den rechten unten drehen. Und den linken auch. Ja, hier müssen wir beide wieder drehen. Genau so. Ah, guck mal. Ja, ich hab jetzt. Ach, das ist. Guck mal, das ist ein Mittelstück, sehe ich gerade, ne? Ja. Dann müssen wir die beiden noch tauschen. Da war der Fehler. Genau, und jetzt den. So. Halt. Dann hast du. Das passt mit dem zusammen. Dann den mit dem vermutlich, tauschen. Ja, vermute ich das jetzt erstmal. Und jetzt drehen. Dass es so passen könnte. Jawohl. Genau, jetzt drehst du den unteren noch. Den da drunter. Oder so. Der geht so. Dann ja, passt das auch. Und jetzt die anderen beiden noch drehen, dann haben wir es. Den noch drehen und dann ist fertig. Und so. It is a motor and it is ready for casting. Alter, ganz schön. The mold is prepared for casting. Elementar. We just need to fill it with certain material. So Rodney has made a reconstruction of the mythical golden knife. He seemed unafraid of maledictions, and yet. Okay. Half a glass of water should be enough to create a plaster solution. Ein halbes Glas Wasser. Und rein damit. War schon ganz schön tricky jetzt wieder dieses Zusammensetzen. Ey. Jawohl. Und rein damit. Now let us see what we have here. This knife is very similar to that described by the coroner as the weapon that killed Sir Rodney. You should not leap to any hasty conclusions, Watson. Ja, wir sind ganz schön Füchse, ne? Okay. Die Gussform und die seltsame Wunde. Mögliche Silberwaffe. Mit der Gussform wurde die Tatwaffe hergestellt. Aha. Versuchen Sie mit den gefundenen Materialien einen silbernen Dolch herzustellen. Ja gut, haben wir ja gemacht. Na, haben wir nicht gemacht. Wir haben keinen Silberdolch hergestellt, oder? Zurück. Ah, hier, Silber-Experiment, da steht so. Let us try to create an object from silver by using the mold. Ah, dafür haben wir das Silber, den Silberklotz da. It will take a minute to melt the silver with my gas burner. Done. Now I can proceed further. Mold is hot. I should wait for it to cool down. Done. Now I can proceed further. Aha. Mach mal den Gasbrenner aus, Junge. Wird warm, ist schön. Tada! Jawohl. A homemade silver knife. Excellent. We have created a knife with the silver that we found. It could have been used to kill Sir Rodney. It was extremely clever to create a weapon that could dissolve at the scene of the crime. Ah, dann war das ja doch irgendwie, ne?
Silberdolch im Kohlenbecken. Der Mord wurde mit einer Waffe aus Silber begangen, die nach der Tat im Kohlenbecken eingeschmolzen wurde. Der Täter versteckte die Waffe im Dampfraum. Danach legte er sie in das Kohlenbecken, um sie zu zerstören. Das Ergebnis war das geschmolzene Silber, das wir gefunden haben. Ah, und somit haben wir die Waffe gefunden quasi. Würde ich jetzt mal behaupten. Geh mal in das Buch. Moment kurz. Ich kann mir ja noch eine Richtung ändern. Ich weiß es noch nicht. Also bei dem Blinkern bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ne? Das Buch. Ja, Waffe gefunden. Zack. So, welche wichtige Entdeckung war Sir Rodney im Begriff zu machen? Sir Rodney Bentcliff hat Spuren hinterlassen, die auf das Frigidarium in den neumischen Thermen hinweisen. Wer hat Sir Rodney Bentcliff ermordet? Also ich glaube, jetzt müssten wir erstmal wieder die Leute befragen und dann nochmal in das Dampfbad. Ich wollte gerade sagen, lass uns mal in das Dampfbad zurückgucken, ob wir da jemandem sagen können, dass das da freigeräumt werden muss. Okay, oder ansonsten müssen wir das nämlich bei Scotland Yard anmelden. Ja gut, dann müssen wir sowieso da. Ja gut, okay, genau. Hast ja recht. Das ist eine clevere Idee von dir. Mr. Holmes, we've cleared the corridor to the Frigidarium. You can visit it now. Haben sie schon gemacht. Thank you, Mr. Phillips. Umso besser. Müssen wir wenigstens kein Volk quatschen. Na, dann gehen wir mal dahin, ne? Wo war das? Da. Nicht am Exitus. Schauen wir uns mal das Frigidarium an. Der Lüftungslöffel. Ah. Sieht genauso aus wie auf dem Bild, ne? Wie auf dem Bild? Ja, was wir da eben freigekratzt haben. Ach so, ja, stimmt. Schiff. Nee, perhaps I could find some clues by activating the flagstones. Ah, okay. Jetzt müssen wir hier eine auf Lara Croft machen. Okay, warte mal, bevor du die jetzt alle drückst, oder? Stimmt. Wir haben den Zyklopen, wir haben ein Schiff. Wir haben einen Kranz. Gehen wir auf die andere Seite. Ich gehe mal davon aus. Ah ne, da ist auch noch was. Ein Skorpion. Nicht. Hermesstab. Dreizack. Amphore. Heißt das nicht Amphore? Was haben wir hier? Eine Spinne. Geht. Und? Ein Helm. Okay, was haben wir gefunden? Wir hatten. Minerva, Neptun, würde ich sagen, der Dreizack. Dann haben wir den Zyklopen, den hatten wir auch damit dabei. Minerva, Neptun und Zyklop. Aber was hat Minerva für ein Ding? Also das Schiff. Scheint ich jetzt schon mal wieder herausziehen wollen. Würde ich jetzt auch.
Machen wir den Zyklopen? So, den auf jeden Fall. Da ist auch irgendwas. A hidden symbol. Mhm. Man hört auch irgendwie ein Wassergeräusch. So, dann würde ich drüben hingehen und den Dreizack machen auf jeden Fall. Kann's. Aber was ist für Minerva? Was ist da? Ja, gucken wir mal. Was war das für eine Göttin? Auch nicht. Für was war die? Weiß ich auch nicht. Hermes war auch nicht dabei. Dreizack. Dreizack. A symbol. Ja, ich denke mal, bei dem dritten richtigen wird auch ein Symbol sein, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Aber was? Empore. Nein. Da war leider kein Symbol. Was wäre denn bei Minerva? Was war das für eine Göttin? Ich hab's wieder vergessen. Das steht hier auch, glaube ich, nicht, ne? Göttin des Kriegs. Ah. Dann wäre. Ne, ich spinne auf gar keinen Fall. Also würde ich jetzt mal so sagen. Was hat man hier? Da war noch eins. Da war noch eins. Helm. Ja. A hidden sign. Now I have all the clues to help me find where these symbols are leading. All I need is imagination. Oh. Oh, okay, L1. Ja, und seine Vorstellungskraft. Okay. Kombinieren Sie alle drei was? Statuenteile um Geheimnis. Ach du Schande. Hm. Okay. Okay, warte mal. Okay, hä? Wie soll man die dann kombinieren? Ah! Dreh mal. Genau, dreh denn jetzt nochmal den Neptun. Noch ein Stück weiter nach oben, dass die gerade Linie so da oben zu der einen Figur zeigt. Also noch ein bisschen. Ja, und drehen die mal runter. Ah ne, warte mal, das passt nicht. Ja. Das sieht gut aus. Und die andere jetzt so. Drehen. Ja, das würde, das, ich glaube, das ist okay. Jetzt weiter drehen, genau. Jawohl. The signs are pointing to this bust. Dann gehen wir mal zu dieser Büste. Das auf der anderen Seite. Da. Ja, das war auf der anderen Seite. Hier sieht aber auch alles gleich aus. Okay. Ah, Sesam, öffne dich. Da ist der Geheimgang und Server. Wo war das jetzt da hinten? Sir Rodneys letzte Expedition abgeschlossen. Und wir klettern irgendwo runter. Wir wissen noch nicht wohin. What is this place? I am unsure, Watson, but everything points to the fact that it was the last place visited by Sir Rodney Bentcliffe. We are approaching the end of this mystery. Wir nähern uns dem Ende dieses Falles. Vielleicht. Ah, das Frikidarium besuchen. Abgeschlossen. Gewölbe durchsuchen. Oh, was haben wir da? Boden. Ah, das könnte dieser Erdboden sein. A broken glass plate. What is it doing Fotoplatte. Here? Ja. I should examine it at Baker Street.
Die Lampe nehmen wir mal. How very peculiar. An ice maker. Why would Sir Rodney have brought such a device here? Okay, alles mal wegschleppen. Ice a sack und of crude salt. Soll ich dir mal was sagen? Die Zeit ist schon wieder um, wa? Die Zeit ist schon wieder um. Mithras, the god, clothed in Anatolian costume and wearing a Phrygian cap, killing the bull. Ah, der Stier. Ja, darum geht's ja bei diesem Kult, ne? This fresco resembles either a ladder or a hierarchy. Die Initiationsstufen des Mithras-Kult. Aha. Ja, sollen wir hier erstmal Feierabend machen, bevor wir jetzt hier, genau, würde ich sagen. Wir beenden jetzt hier die Geschichte, ich weiß, Cliffhanger, aber was soll's. Muss hier sein. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zusehen. Hoffen, euch hat die Folge gefallen. Gerne kommentieren, bewerten und natürlich auch gerne ein kostenloses Abo dalassen. Und dann sehen wir mal, was uns hier unten erwarten wird in der nächsten Folge. Und es wird sehr wahrscheinlich ja dann auch die letzte Folge sein für diesen Fall. Wir werden es sehen. Wir schauen mal. Wir bedanken uns fürs Zusehen und sagen mal, bis demnächst. Ciao, ciao. Tschüss.